und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Das sind Robert und Corinna, wer uns noch nicht kennt. Wir sind gerade in Kroatien unterwegs, auf dem Weg nach Poric. Und den nehmen wir euch natürlich mit. Und falls ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt, schaut doch auch nochmal auf unserem Kanal vorbei. Wir haben noch diverse andere Videos. Wir sind jetzt 3 Wochen knapp in Kroatien unterwegs, haben einige Campingplätze gesehen. Wir waren aber nicht nur in Kroatien unterwegs, sondern auch hier und da mal. Schaut doch einfach mal vorbei und guckt euch unsere anderen Videos an. Die Reise geht auch noch weiter und es geht auch noch nach Slowenien und Österreich. Genau, und wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach, falls ihr das noch nicht getan habt. Unsere Zuschauer, die jetzt schon von Anfang an dabei waren, die kennen diesen Satz schon. Abonniert uns einfach, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, jetzt schauen wir erstmal, was Poric uns so zu bieten hat. Lasst uns gemeinsam Poric entdecken. Baby ist auch dabei, die schläft, wie immer. Die macht nichts anderes hier in Kroatien. Außer nachts. Da macht sie Alarm. Außer nachts, genau. Da ist sie dann ein bisschen aufgeregt. Sie ist ein kleiner Angsthase. Und bei jedem kleinen Geräusch, selbst bei Hundebellen, denkt sie, Gefahr, Gefahr. Und fängt an, Panik zu kriegen und will aus dem Zelt raus. Und dann hängen wir da erstmal locker 20 Minuten, bis wir sie wieder beruhigt haben, bevor dann der nächste Alarm losgeht. So, und jetzt? Schauen wir einfach mal, was die Landschaft uns noch so zu bieten hat. Oder wir melden uns aus Poric. Mal schauen. Schaut euch mal jetzt gleich die Brücke an, über die wir fahren. Total cool. Manche können übers Wasser laufen, wir fahren übers Wasser. Als ich eben von oben drauf geguckt habe, habe ich echt gedacht, so, ja, das sah echt so aus, als ob man quasi übers Wasser laufen würde. Fahren würde. Also tun wir ja auch, aber da hat man halt nicht gesehen, dass das eine Brücke ist. Sondern ja, es ist, also da sieht man das auch total cool, da, weil das wirklich, also nur, ach, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist einfach cool. Oh, das ist auch cool, das Auto, was jetzt kommt. Da kommt Uschi Obermeier. Als Robert und ich 2014 nach Pula gefahren sind, sind wir auch über so eine Brücke gefahren und haben im Hintergrund immer gesehen, wie das Gewitter heranrollte, weil es blitzte schon richtig heftig im Rückspiegel, also im Spiegel vom Sonnenschutz und im Rückspiegel. Und ja, das war irgendwie auch echt, kann man gar nicht beschreiben. Auch das voll schön hier. Ja. Genau, ich wollte gerade schon umschwenken. Oh, da ist Vogelkacke im Bild. Ja, da ist ja auch so eine riesen Felswand. Also landschaftlich ist Kroatien echt schön, hat voll viel zu bieten. Ich glaube, wenn wir diesen Nationalpark, die Plitvice hier noch gesehen hätten, also das ist ja nochmal. Wir werden das noch sehen. Nochmal eine Steigerung. Aber selbst wenn man nicht da war, dann sieht man hier schon so viel, was einfach so beeindruckend und so schön ist. Ja, es verzaubert einen richtig. So, wir sind schon in Poric und fahren jetzt nur noch ins Zentrum rein. Aber es sieht hier auch irgendwie schön und nett und freundlich alles aus, ne? In Poric gilt es auch wieder, sich ein Restaurant zu suchen. Ich habe vorhin schon mal in Google geguckt, bei Google, habt auch was richtig Tolles gefunden. Aber da stand halt, dass man mit langen Wartezeiten rechnen muss, um überhaupt einen Tisch zu kriegen. Und da haben wir nicht so Bock drauf. Und da haben wir gesagt, okay, wir finden schon was anderes. Allerdings habe ich jetzt halt nicht weiter gesucht, nicht geguckt. Also mal gucken, wo es uns heute hin verschlägt. Fein macht er uns Kaka. Oh, waren wir erfolgreich? Baby und ich freuen uns. Wir haben das Auto jetzt hier abgestellt auf dem Parkplatz hinter uns. Riesengroßer Besucherparkplatz. Kostet in der Hauptsaison jetzt 10 Kuna die Stunde. Das ist okay. Ist aber auch nicht ganz billig, ne? In Umag haben wir Parkplätze gesehen, da kostete das mehr, ne? Ja, in Oslo habe ich auch Parkplätze gesehen, wo es mehr kostet. Aber ich finde schon trotzdem ganz schön hart. Ja. Egal, wir begeben uns jetzt in das Zentrum von Poric. Corinna. Ja. Frag doch die Community, was du mich gerade gefragt hast. Ich weiß es nicht. Ich überlege die ganze Zeit, was das für ein Baum ist. Kommt mir so bekannt vor. Ja, und hier ist wohl so eine Art Fischmarkt oder so. Kann das sein? Oder überhaupt so ein Markt, Gemüsemarkt?
Jedenfalls jetzt gerade nicht. Baby, wollen wir dich hier parken? Und? Baby, du läufst da so hoch wie so ein junger Hüpfer. Wir sind jetzt hier gerade die Treppe hochgegangen und hier befindet sich ein Restaurant. Die Speisekarte, die aushängt, sieht recht vielversprechend aus. Endlich mal ein Restaurant mit veganen, vegetarischen Gerichten. Hier gibt es sogar glutenfreie Pasta. Erzähl mal, Corinna, was haben wir jetzt bestellt? Ja, also genau, wir haben jetzt hier so ein vegetarisch-veganes Restaurant entdeckt, durch Zufall. Und freuen uns gerade mega darüber. Und haben jetzt erstmal eine schöne vegetarische Platte, bzw. vegane Platte bestellt. Einziger Nachteil ist hier, dass man nur bar bezahlen kann. Aber hier um die Ecke ist auch ein Automat bzw. eine Wechselstube. Also total nette Bedienung. Die hat gesagt, setzt euch erstmal hin, esst in Ruhe und danach könnt ihr das Geld wechseln gehen. Weil wenn ihr draußen sitzen wollt, kann das sein, dass der Platz sonst weg ist. Also was für ein Vertrauen, was für eine liebe Bedienung und Begrüßung. Naja, wie gesagt, Essen ist bestellt und jetzt warten wir auf unser Essen. Oh, das sieht auch klasse aus, oder? Corinna, super aufgeteilt. Ne? Guten ja, Appetit. Danke gleichfalls. Ups, ich bin nicht zu sehen, aber ich sage euch trotzdem, dass es sehr lecker schmeckt und dass das immer eine willkommene Abwechslung ist. Ich habe diesen Urlaub bestimmt 5-mal Calamaris gegessen. Ja, die kroatische Küche ist ja fleischlastig. Ja, Leute, das ist der Beweis. Da ist nichts unter Versteck. Alles ratzeputze leer geworden. Das war echt lecker. Richtig schöne Abwechslung. Können wir nur empfehlen. Das Restaurant heißt Achta in Porridge. Hat auch, ich habe gerade noch mal gegoogelt, 5 Sterne, Top-Bewertung. Na Baby, riecht das hier so interessant alles? Wer ruft da, Baby? Wow, das ist mal ein großer Marktplatz. Wo gehen wir denn jetzt lang? Erstmal. Guck mal, in der rosa Kirche. Gehen wir in die Kirche. Baby, Baby, nein! Da Baby, du kleine Kirchenmaus, da darfst du nicht rein. Da willst du nicht rein. Ich werde reingehen. Ja, ohne euch. Film uns das mal. Da sind wir wieder. Von außen ein bisschen trauriger Zustand. Guck mal, da wachsen sogar schon Pflanzen aus der Mauer. Ach, muss die Kleine wieder getragen werden. Ja, der Schwan schon was. Die will nicht da lang, wo wir lang wollen. Ach, da ist auch so ein kleiner, feiner. Kleiner Klöffer. Das sieht ja auch krass aus, der Turm da, ne? Ja. Wo die oben auf dem Dach sitzen da. Ja, geil. Wow. Das ist bestimmt eine richtig schöne Aussicht. Das scheint eine schöne kleine Stadt zu sein, ne? Aber voll, also gut besucht. Gut besucht, ja. Ja. Also machen wir uns mal auf die Suche nach dem Eis und gucken uns dabei die Stadt ein bisschen an. Das Pflaster ist auch schon gut abgenutzt. Das kommt auch nicht von heute auf morgens. Nee. Such dir was aus, Schatz. Du hast heute freie Auswahl. Ich gucke nur nach einem kleinen Kettenanhänger mal wieder. So als kleines Souvenir. Das würde ich gerne mal sagen. Such dir alles aus, was du willst. Ich kauf dir alles, Baby. Ich hab doch dich. Das sieht ja auch romantisch aus. Hier gibt es sogar Bernstein. Wusstest du das? Noch mehr. Corinna als Meerjungfrau. Fast. Naja. Alle kann man sich auf die Tasse drucken lassen. Und wo sind Corinna und Robert?
Ui, hier kann man ja schwach werden, ne? Also hier, also wirklich. Schaut mal. Wow. Wäre das was für dich, Baby? Viel zu süß, ne? War nicht so süß wie du. Das ist ja geil. Oder das sehe ich erst jetzt. Auch sehr geil. Ja, die haben hier das ein oder andere geile Motiv, also lustige Motiv. Geil ist es jetzt. Ist das nicht schön hier? Überall Live-Musik, ne? Ja. Die Frage ist nur, ob wir jetzt den Sonnenuntergang oder wenigstens den Schluss davon noch mitkriegen. Okay, scheinbar haben wir den Wettlauf gegen die Sonne verloren, weil sie geht auf der anderen Seite unter. Aber guck mal, hier kannst du nach Venezia fahren. Venedig, Corinna. Next Stop, Venedig. Beim nächsten Mal. Herr Ruart, wie kriegen Sie den Jetski da runter? Gar nicht. Wenn das Schiff sinkt, wenn die Wasserlinie da ist, wo der Jetski ist, dann fahren Sie mit einfach los. Darf ich mir eine Yacht aussuchen? Nimm mal eine, wo noch keine Leute drauf sind. Ich nehme die. Gibt ein Blaubeer. Palazzo Prozzo. Nett hier. Ich nehme an, Airbnb läuft hier. Hier, Corinna, das ist der Palazzo Prozzo. Gehört auch zu Balambra. Also da muss jetzt irgendwo die Sonne untergegangen sein. Komm, Corinna, ich gebe dir eine Räuberleiter und dann guckst du da mal über die Mauer. Da geht auch voll die Party ab jetzt. Das ist bestimmt so eine Fake-Musik. Damit alle denken, oh, was ist da denn los? Ja, echt schön hier. Warum sind wir nicht vorher schon nach Porridge gekommen? Hab ich vorhin auch schon gedacht. Novi Grad ist auch schön, aber hier ist noch viel schöner. Aber es ist auch sehr voll, ne? Es ist Hochsaison und also in den Gassen ist es schon mit Hunden manchmal schwierig, da musste ich sie dann auf den Arm nehmen, ne? Aber sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Auch ein Besuch wert, diese kleinen engen Gassen und überall Lädchen. Sehr viele Souvenirshop und mit importierter Ware aber, und so. Aber auch andere Sachen. Aber auch andere Sachen. Und ja, es lädt zum Verweilen und zum Bummeln ein. Hier ist das Ganze ja noch nicht zu Ende. Es geht ja noch weiter. Da geht die Party erst so richtig los. Ja, okay, ich lasse das. Ich höre auf. Das ist oldschool, 90s und so. Der will nicht spielen, Baby. Was macht Mama denn da? Willst du dahin, Baby? Zu Mama? Nee, nicht wirklich. Wo ist Corinna?
Oh, guck mal. Zwei Stufen ist sie runtergegangen. Wo ist Mama? Nee, nee, nee. Kleine Krabbe ist hier. Die leistet mir Gesellschaft. Das mag Baby nicht, ne? Die hat Angst um dich. Oh, Mäuschen. Hm? Oh, Mäuschen. Keine Angst. Corinna ist ja da. Ich habe mir nur ein bisschen die Füße abgekühlt. Das macht sie gerne, Baby. Sie war nicht in Gefahr. Ich habe so heiße Füße, du auch? Nö, ganz kalt. Kalte Füße hat sie. Aha. Sie kriegt langsam kalte Füße. Und was man hier so nebenbei so sieht, alles, ne? Die Gebäude. Echt schön. Open Air Kino. Die Katze hat eine Schlange gefangen. Aber die ist, glaube ich, schon tot. Das ist eine Blindschleiche, glaube ich. Ah, hast du ein schlechtes Gewissen? Oh, die lebt noch. Hau ab. Hau ab. Corinna, wie kann man die denn in Sicherheit bringen? Nein. Jetzt krabbelt sie da unter. Die hat sich jetzt da unter das Laub gewälzt. Da hat die Blindschleiche sich natürlich nicht den besten Platz ausgesucht, weil hier die ganzen Futter- und Fressstellen für die Katzen sind. Und hast du sie retten können? Ja, als ich eben gesehen habe, dass die Blindschleiche hier noch lebt, ich glaube zumindest, dass es eine Blindschleiche ist, da habe ich die Katze so ein bisschen ferngehalten und dann konnte die Schlange fliehen und das Gebüsch und das Unterholz so ein bisschen. Ich hoffe, dass sie die jetzt in Ruhe lassen oder die nicht mehr an die rankommen. Kommt doch Katzenfutter, dann sind sie abgelenkt. Ja, die Katzen haben da ihre Fressnäpfe. Ah. Die hat sich nicht unbedingt den besten Platz ausgesucht. Wollt wohl auch was davon abhaben. Jetzt habe ich mir eben noch den Zorn der Katzenliebhaber zugezogen. Ganz böse Blicke. Aber ich habe ja gar nichts gegen Katzen, aber das geht ja nicht, dass die hier die ganzen Schlangen tot machen. Das geht ja auch nicht. Ich mag doch Katzen, ich mag aber auch Schlangen. Sonst wäre ich ja nicht mit Corinna zusammen. Okay. Hier ist ja fast mehr los wie auf der Mönckebergstraße. Limoneneis. Schokolade. Ja, gleich, gleich, ich mach die hier. DJ Ice Cream, DJ Ice Cream. That's it? Okay, Chef. Guten Appetit! Lecker! Willst du probieren? Ist gut, ne? Oh, ist auch gut. Okay, hi, people in the house. Ein Rummelplatz. Auch in Porridge gibt es einen Rummelplatz. Ich muss mir mal die Schokolade aus dem Gesicht streichen. Guck mal, Corinna, da bist du. Corinna als Pirat.
Mensch, auch nicht schlecht, der Parkplatz. Oder was meinst du dazu? Kann man gleich wieder losfahren, ne? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir doch auch die Parkgebühr hier gespart. So, übrigens, der Parkplatz kann natürlich nur in Kuna bezahlt werden, deswegen mussten wir jetzt gerade noch mal Geld wechseln. In Cent hier konnten wir mit Euro bezahlen. Stimmt. Ja, vielleicht hätte, also hier, es gibt halt einen Schalter, aber keine Ahnung, die arbeiten da nicht mehr, obwohl die da sind. Und deswegen müssen wir im Automaten bezahlen und der will halt aber nur Kuna haben. Ja, wir haben jetzt 40 Kuna bezahlt fürs Parken. Stolzer Preis. Stolzer Preis, aber es hat sich wirklich gelohnt. Ja. Porridge ist eine tolle Stadt. Ich habe gerade zu Robert gesagt, das war ein richtig schöner Abschluss für Kroatien. Auf jeden Fall. Und wir müssen auf jeden Fall wiederkommen nach Kroatien. Unbedingt. Es gibt so viel noch zu entdecken. Und ja, mal sehen, was wir jetzt noch in Slowenien entdecken und in Österreich. Bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Freut euch auf die nächsten Videos, die kommen werden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm doch eine kleine Anerkennung da. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir lesen immer jeden Kommentar. Auch wenn wir es nicht immer schaffen, jeden gleich zu beantworten. Aber wir versuchen es. Und wir freuen uns total über, was ihr uns immer schreibt und so. Ja, da kann ich nichts mehr hinzufügen, ne? Also von daher, gute Nacht. Gute Nacht.